Salve a tutti. Wir haben Freitagabend vom 20. August. Es soll angeblich ein sonniger Samstag werden. Da fahre ich auch mal eine Runde mit dem Roller unterwegs umher, um mal schauen, was hier so die Landschaft bietet. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Wir sind hier beim DAX. Ich lasse mal den ganzen Kladderadatsch von vor Mai weg. Wir konzentrieren uns jetzt nur mal auf diese lange, lange Seitwärtsphase, die ja letzte Woche mal nach oben überboten wurde. Mal ganz neutral gesehen, ohne irgendwelche Positionen im Hintergrund. Ich habe auch keine im DAX. Wir haben diese 15.810 unterboten. Das ist nicht gut. Das ist Dieb hat weiterhin Bestand. Das ist ein Vielfachtop, was wir seit Monaten haben, was uns begleitet. Wir waren drüber und dann sind wir auf einmal wieder drunter gefallen. Heute haben wir es auch nicht geschafft. Die Tatsache, dass wir gerade eben hier bei 15.820 handeln, ist mir eigentlich ziemlich wurscht, weil ich gebe nichts auf die Kurse nach 17:36 Uhr und vor 9 Uhr. Ich möchte gerne die Xetra-Kurse sehen. Ganz klar gibt es zwei Händler, drei Meinungen. Ich will damit nichts zu tun haben. Wir haben es heute nicht geschafft. Das heißt, diese 15.810 bis 20 hat weiterhin Bestand. Wir werden meines Erachtens nach rein vom Chart wieder erst ein bisschen positiver, wenn wir die 10-Tage-Linie rausnehmen bei 15.861. Und natürlich ganz klar, wenn wir ein neues All-Time-High machen. Ich habe da so meine Zweifel. Nach unten ist das jetzt hier nicht wirklich ein Support, da kurz über der 15.600. Ja. Ein Support, den achte ich eher hier, weil sich das verbindet mit dem unteren Bollinger Band, also bei 15.450, hier ungefähr. Das ist für mich ein Support und ganz klar hier unten auch 15.300. Von der täglichen Technik sind wir negativ, müssen wir auch sein. Hier ist das All-Time-High, wir waren deutlich tiefer, die muss fallen. Sowohl über die traditionelle als auch über die moderne Sichtweise und im Oszillator sowieso weiterhin negativ, wenngleich im neutralen Bereich. Für mich ist der Chart insgesamt wichtiger als die Technik momentan. Sollten wir es schaffen, hier über die 10-Tage-Linie zu gehen, 15.861 werde ich positiv bis wieder zu dem All-Time-High. Das hat dann einen gewissen Magnetismus. Sollten wir das jetzt den dritten Tag in Folge am Montag nicht schaffen, die 15.810 zu überbieten, muss ich davon ausgehen, dass wir auch nochmal die tieferen Bereiche sehen. Also es ist eine super spannende Situation momentan. Ich habe heute Morgen einen Film reingeladen über den Nasdaq. Den finde ich momentan auch nicht so prickelnd. Schaut euch den nochmal an. Da passiert was mit den gleitenden Durchschnitten, was relativ selten ist und den letzten 10 Mal 100% Trefferquote hatte. Das heißt nicht, dass das jetzt auch wieder eine Trefferquote wird, aber das sieht bedenklich aus, sagen wir es mal so. Also, ich habe euch folgenden Schein mitgebracht und der ist nur für den Fall, dass wir die 15.810 überbieten und bitte, bitte, bitte mit einer 4-Stunden-Kerze auch die 15.864. Das ist einer, ich muss ihn hier drunter legen. Ich selbst, ich handle gerne auch mal einen 50er, einen 100er Hebel, da bin ich hier irgendwo, aber das kann ich euch nicht empfehlen, da müsst ihr nämlich wirklich davor sitzen. Ich habe mich für diesen hier entschieden. Das ist ein 15.208er Open End, der wird also am Montag, sollte der sein, bei 15.210. Das ist die GH9 B3T, Bertha 3T, GH9 Bertha 3T. Den muss man allerdings stoppen. Also den, ich werde ihn erst anfassen, den oder einen höher gehebelten, wenn wir die 10-Tage-Linie mit einer Stundenkerze überbieten. Vorher nicht. Wer auch immer das früher macht, muss sich stoppen, wenn wir unter der 15.300 sind, bei sagen wir mal 15.250, muss der raus, damit er das Aufgeld rettet. Einen Short werde ich definitiv probieren, wenn wir am Montag es nicht schaffen, hier diese 15.810 bis 20 oder die 10-Tage-Linie zu überbieten. Dann werde ich auf jeden Fall einen Short nehmen und jetzt muss ich mal gucken hier. Dann nehme ich auf jeden Fall einen höheren Hebel, in diesem Fall 35. Ich habe eine Basis gefunden, 16.266. Das wäre die GH1 PLM, Paula Ludwig Mather. 16.266, weil sollte
sollte der Markt hier drunter bleiben und die 15.810 bis 20 nicht schaffen, gehe ich davon aus, dass wir irgendwo hier runtergehen. Dann habe ich auch kein Problem, näher mit dem Hebel ranzugehen oder mit der Basis oder mit dem Basispreis, wie ich mir neulich da sagen lassen musste. Nicht die Basis, sondern der Basispreis. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir durchaus hier nochmal rangehen, möglich. Ja, ich glaube es zwar nicht, aber möglich. Und wenn wir das wieder nicht schaffen, wenn wir also solche Sachen hier machen oder hier dann nochmal so ein kleines Doppeltop, dann werde ich den nehmen. Erst dann. Also das ist kein Kauf für jetzt, das ist eher für die Watchlist, damit ihr vorbereitet seid, wenn irgendwelche Indikatoren dementsprechend in die Grütze gehen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.